Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von mir und vom Chris aus dem Teamprojekt. Jo, wir sind da gerade bei Mission zu machen und ja. So. Ich komme jetzt zu den Kühe, die sind da hinten. Und dann passt. Eigentlich verkaufen, kaufen. Ja, das ist ein bisschen komisch, die Anzeige. Ja. So, jetzt haben wir 720 Hühner. Mhm. Jetzt geht das Ganze auch. Passt. Die Mischration ist voll. Na ja, gut, man kann schon drin stehen lassen. Zusammen, Glas oder ohne? Ohne Glas. Kannst du ein bisschen gleich mit dem Glas irgendwie einen Anhänger schnappen und ein wenig, Weizen in Anhänger reinbauen und die Hühner gleich füttern. Jo. Ich sitze nicht bei uns auf Gewächshäusern aus, Mensch. Salat. Erdbeeren. Wenn nur eine Palette ist, bitte. Weizen. Jojo. Und sonst? Wie geht's da so? Ja, oh, ganz gut. Und dir? Jo. Jetzt kommen ja langsam schon die besseren Mods. Ja, langsam war sicher. Hä? Okay. Weizen haben wir 69.800 drin im Lager. Muss ja nicht so viel rausziehen. Reichen 10.000 Liter eigentlich leicht. Um sie zu versorgen, die Hühner. Ja, ich hab nur gesagt, was wir im Lager haben. Ja, ja, alles gut. Zu die Hühner. Zu die Hühner Linskis. Ei, ei. So, da oben ist meine. Lenkrückstellung muss ich glaube ich noch ein bisschen umstellen. Okay, der ist auch fertig. Paar tausend Liter gehen da rein. Wow. So, dann sind die Hühner auch versorgt. Dann mal schiebe ich das wieder ins Lager.
Ei. Sorry. Alles gut. Schon wieder zum Dreschen? Nö. Bin nö. A, ist das Schneidwerk nur dreckig und B, bin ich mit der Parkplätze zufrieden. Also, ich geh doch nicht schon wieder was zu mehren. So, jo. Was haben wir jetzt noch zu machen? Die Hühner sind versagt. Die Kühe sind versagt. Müll haben wir noch keine. Oder wenig. Nein, gar nichts. Müssen wir nach der Mehlproduktion gucken, wenn du willst. Auto. Ja. Deswegen umfahren im Auto. Jo, das kann ich mal. Das Auto nehmen. Ach, der Sound. Also wenn dem was gelungen ist, dann der Autosound, ey. Ja. So, Mehlproduktion, hast du jetzt gesagt, soll ich schauen fahren. Ich muss jetzt wieder zur Mühle. Achso, das ist ja gleich da oben, da fällt bei vielleicht 15 oder 18 da hinten. Und was würdest du jetzt aktuell verbessern am LS? Oder mit was bist du sehr zufrieden, dass sie gemacht haben? Mit Sounds. Ich würde es meines Erachtens zwar die Kaufpreise von Gebäuden noch ein bisschen runterschrauben. Aber sonst ich. Finde ich gut. Die Maschinenpreise sind ja fast gleich geblieben wie zum 19er. Jo, da sind schon ein paar Paletten da. Okay. Ja, dem könnte man gucken, dass wir es vielleicht verkaufen. 6 Paletten, brauchen wir für die Bäckerei nichts. Wir haben da 8000 pro Ding drin. Achso. Normalerweise. Ja, 8000 sind drin. 6 Paletten Hafermehl. Bringt mir das. Also generell mehr. Möbel, na, Mehl. Hä? Honig, Miesel. Ah, da. Bäckerei 966. Bäckerei ist unsere Bäckerei. Achso. Supermarkt 952. Also das erste ist eigentlich bei unserer Bäckerei. Ja, aber das bringt nicht viel. Dann können wir die Sachen einfach nur reinschmeißen. Dann kriegen wir kein Geld raus. Ah, ich feiere den Pika. Ich möchte nämlich gerade so machen, dass wir die Durchfahrtshalle auch als Durchfahrtshalle nutzen können. Ja, gerade zum Viehversorgen ist es ganz angenehm, wenn man da dann durchfahren kann.
So. Guck mal, das A erledigt. Grüezi. Oh mal. Wir würden Sie kurz bei uns in den allerwertesten Channel brauchen. Ben? Dich. Me? Ja, ich komm. Na. Ja, danke. So, ist gut. Da ist der Passant. Achso, hallo. Servus. Sie sind der Passant? Ich bin gar kein Passant. Karte im Funk hier. Das ist der Passant. Achso. Der ist sehr schüchtern. Der redet auch sehr viel Scheiße. Hallo? Reden wir jetzt von dir? Die gab's mit dem Spitznamen Passant. Reden wir jetzt von dir oder von Chris? Okay. Von Herr Passant. Nee. Dann wird das ja heißen, dass ich ein sehr schöner, toller Mann bin. Und was soll jetzt da? Ja, also du, wir wollten dir vorstellen. Kurz unseren Praktikant vorstellen. Mhm. Ja. Also du musst dich kurz vorstellen. Kannst du das mit dir helfen? Wenn es so anfängt, dann gehe ich direkt wieder. Du bleibst jetzt hier. Was ist los? Na, die sind da oben wirklich neben der Spur, muss ich wirklich sagen. So. Du kommst rein, ich schreie dich direkt an. Ei. Kann ich da noch irgendwas helfen dabei? Kannst du, wie gesagt, das Mehl anfangen zu verkaufen? Okay, dann. Kannst du einen Telelader nehmen, da hinfahren oder halt. Naja, Frontlader wird problematisch. Dann noch ein bisschen den Tieflader nehmen oder was? Dann der Häcksler, da kommt ein Ding. Dann fahre ich wieder mit dem Pickup, da gehen ja zwei Paletten auf. Einer hat den kleinen Ding auch mit. Was meinst du, Finn? Den Autoanhänger. Also wahrscheinlich nicht. Meinst du, macht der das? Der kleine Ding, den hast du ja verkauft. Oder? Achso, der. Boah, da bin ich mir nicht so sicher. Mann, dann haben wir wieder. Weil Mehl ist leichter wie. Lenn, glaube ich, steht vor dem Auto. Ja, hab ich gerade gesehen. Ei. Das war knapp. Ja, das war knapp. No, die Lenkung mag mich aber auch nicht so haben. So. Mal kurz einfällt, wir bräuchten vielleicht eine E-Ladestelle. Ja. Unser E-Gabelstapler. Der mittlerweile schon 0,2 Betriebsstunden. Hä? Kann man. Nein. Was ist, wenn ich mit dem Stapler hochfahre? Na ja, gut, muss halt auch aufladen. Aber der soll jetzt vom Gewicht auf jeden Fall packen. Ja, dann nehme ich den Stapler. Nicht, damit ich dann oben wieder Wheelie mache. Nee, stopp ich. Dann hole ich schnell den komischen E-Stapler. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Der, glaube ich, macht das vom Gewicht her besser. Unser Rübenruder ist ja schon ein Monster. Ja. Da ist auf jeden Fall was von der Halle belegt, wenn der Dienst steht. Ja. Ah, jetzt komme ich da wieder nicht rein, gell? Eieiei. Ich hab doch da eine Dinger mit platziert. Ein Zauntor. Wo? Direkt da bei Honig drin. Ah, da war ja was. Da ist ein Reh. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gerne eine Bewertung durch. Schreibt es in den Kommentar.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.